Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen, weiteren Folge hier aus der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute gibt es den wahrscheinlich klassischsten aller Eintöpfe oder zumindest einen der klassischsten aller Eintöpfe. Es gibt Gulasch. Allerdings mit Putenfleisch. Es ist ein bisschen zu schnippeln und ein bisschen vorzubereiten, aber alles in allem nicht viel Arbeit und mit Sicherheit sehr, sehr lecker. Wir beginnen mit zwei Zwiebeln. Die habe ich jetzt schon mal geviertelt, damit der Kessel nicht so viel Arbeit hat. Da kommen 3 Esslöffel Öl dazu, gerne auch Olivenöl. Und wir dünsten das Ganze wie üblich 3 Minuten im Thermomix. Vorher allerdings sollten wir die nochmal so 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Ich habe jetzt natürlich vergessen zu sagen, dass wir 3 Minuten Stufe 2 auf 100 Grad machen müssen. Aber es ist ja immer das gleiche. Zwiebeln, Gemüse andünsten, ne? Kann man sich merken. 3 Minuten Stufe 2. Aber wie gesagt, zuerst mal 5 Sekunden zerkleinern auf Stufe 5. Und auch hier wie üblich, ganz wichtig, immer noch mal mit dem Spatel runterschieben, falls sich oben im Kessel was festgesetzt hat. Jetzt riecht es auch schön nach Olivenöl. Aha. Mir hat die Tage jemand gesagt, ich solle den Spatel nicht oben am Topf abklopfen, weil der dann kaputt ginge. Ist mir egal. Der wird schon nicht kaputt gehen. Nein, also ich mache das schon seit Jahren. Der hält was aus. Also ich habe da noch keine Probleme mit gehabt. Während das jetzt dünstet, könnt ihr schon mal 300 Gramm Reis in den Gareinsatz einwiegen. Man kann das natürlich auch direkt im Kessel machen, aber so spart man sich ein bisschen Zeit. Auch das ganze Geschnippel, das kann man ja auch dazwischen machen. Wir haben das jetzt hier vorbereitet. Ihr braucht außerdem auch noch den Garaufsatz und den Einlegeboden. Und jetzt ist es auch gleich soweit. Unsere Zwiebeln sind also jetzt gedünstet und hinzu kommen jetzt noch 100 Gramm Lauch und 100 Gramm rote Paprika. Ich habe die jetzt schon etwas kleiner geschnitten, war auch Spitzpaprika, von daher sind die per se ein bisschen kleiner. Hätte ich gar nicht tun müssen, denn wir zerkleinern das jetzt nochmal 10 Sekunden auf Stufe 5. Das Ganze sieht schon mal sehr nett aus. Das wird jetzt quasi so der, ja, für unsere Soße der Grundstock. Da kommen jetzt noch 900 Gramm oder 900 Milliliter Wasser dazu, beziehungsweise 900 Milliliter Gemüsebrühe. Ich nehme jetzt Wasser und selbstverständlich von unserem selbstgemachten Suppengrundstock würde ich jetzt so guten Esslöffel reinmachen. Ich sehe, wir müssen bald noch mal nachmachen. Ja, ein bisschen geht noch. So. Dann die 300 Gramm Reis im Gareinsatz. Wie gesagt, ihr könnt die dann auch direkt hier reinwiegen. Ich habe das jetzt vorher schon gemacht. Das Ganze oben drauf, Deckel drauf und jetzt kommt der Garaufsatz. Da kommen jetzt 500 Gramm gemischtes Gemüse rein. Als Gemüse für den Garaufsatz habe ich jetzt Paprika genommen, gelbe und grüne, ein paar Pilze und noch ein bisschen Tomate. Ja, ihr könnt natürlich Gemüse nehmen, das euch am besten passt, aber ich liebe Pilze und ich liebe Paprika und ich finde, das passt ganz gut zu einem Gulasch. Das Putenfleisch, 1 Kilo etwa, das macht ihr hier oben in den Einlegeboden. Das passt ganz genau rein. Auch das schon vorher natürlich genau wie das Gemüse in mundfertige Stückchen vorgeschnitten. Ich wasche mir mal schnell die Hände und dann würzen wir das noch. Wir würzen das Putenfleisch mit etwas Pfeffer. Kann ruhig ein bisschen mehr sein, da in dem Fall etwas Salz. Natürlich Paprika, rosenscharf. Und wer es gerne etwas schärfer mag, auch Cayennepfeffer.
Oder wie eine Freundin von mir früher immer gesagt hat, Cheyenne-Pfeffer. Aber da aufpassen, das Zeug ist echt scharf, wenn man das zu viel nimmt. Deckel oben drauf. Das Ganze jetzt auf den Thermomix. Und eine halbe Stunde, also 30 Minuten, Varoma Stufe 1. Und während das jetzt vor sich hingart, muss ich die Küche aufräumen. Irgendjemand muss es ja machen. Macht ja sonst keiner. So, ich habe jetzt gerade gesehen, es sind noch etwa 10 Minuten. Das Putenfleisch ist zu großen Teilen gar, aber es war vielleicht doch etwas viel da oben drin. Und es ist noch nicht überall gar. Deswegen mische ich das jetzt noch mal so ein bisschen durcheinander, locker das auch noch mal ein bisschen auf, dass der Dampf da die Möglichkeit hat, das ordentlich zu garen. Ich hoffe, dass das jetzt mit diesen 30 Minuten reicht insgesamt. Ansonsten müssen wir einfach noch 2 Minuten drauf machen. Die 30 Minuten sind um. Ich schaue jetzt aber zur Sicherheit trotzdem nochmal, ob das Fleisch auch wirklich durch ist. Also äußerlich sieht das gut aus. Ich glaube, das hat gereicht. Ich nehme mir da jetzt mal eins von den größeren Stückchen raus. Schneid die mal auf, ob die auch wirklich durch sind. Ja, perfekt. Schön zart auch. Ja, das ist der Vorteil bei diesem Dampfgaren. Das Fleisch bleibt wirklich schön zart. Jetzt nehmen wir den ganzen Garaufsatz kurz zur Seite. Das esse ich jetzt noch schnell. Nehmen den Reis raus. Der ist auch schön durch. Ja. Und aus dem Rest von der Garflüssigkeit machen wir jetzt natürlich die Soße. Für die Soße brauchen wir noch 50 Gramm Sahne und etwa 1 Esslöffel Tomatenmark. Ja, das kann auch ein bisschen mehr sein, dann ist sie ein bisschen fester, aber zack, kommt noch ein bisschen drauf. Tomate passt. Das müssen wir jetzt nochmal 2 Minuten aufkochen. 100 Grad Stufe 4. Während die Soße jetzt kocht, können wir bereits die Teller anrichten mit dem Reis, dem Fleisch und dem Gemüse. Das Gemüse habe ich eben ganz vergessen zu kontrollieren, aber das dürfte auf jeden Fall durch sein. Ist es auch. Wir machen jetzt das Fleisch nochmal in den Mixtopf rein. Eine Minute einfach im Linkslauf auf Stufe 1 miteinander vermischen. Gemüse könnt ihr auch dazu machen, braucht ihr aber nicht. Ich mache das jetzt nur das Fleisch dann hier rein. Wie gesagt, Linkslauf etwa eine Minute, 30 Sekunden wird wahrscheinlich auch reichen. Während das jetzt vermischt wird, können wir natürlich den Reis und das Gemüse schon mal auf dem Teller anrichten. Was mich jetzt so ein klein bisschen stört bei diesem Rezept, es ist verhältnismäßig viel Reis zu verhältnismäßig wenig Gemüse. Ich würde da vielleicht die Proportionen ein bisschen anders gestalten, weil 300 Gramm Reis für 4 Personen, das ist schon echt viel. Aber 500 Gramm Gemüse für 4 Personen ist ein bisschen wenig. Also nächstes Mal nehme ich mehr Gemüse und etwas weniger Reis. Aber das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Das Fleisch müsste jetzt fertig sein. Genau. Und dann machen wir das mal hier drauf. So, ein bisschen Soße noch über den Reis. Kleinen Spiegel noch hier vorne. Ja, das sieht doch gut aus. Also Fleisch und Soße ist auf jeden Fall genug. Nicht zu viel. Aber wie gesagt, ein bisschen wenig Gemüse. Würde ich nächstes Mal mehr nehmen. Jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt mit der Soße zusammen. Wunderbar. Wir haben gesagt, nachwürzen kann man immer, aber das brauchst du bei der Soße glaube ich nicht. Also für mich ist das optimal so. Ist nicht zu scharf, ist eher ein bisschen milder, aber mit Sicherheit auch ein Gericht, was Kindern gut schmeckt. Nee, also bis auf das Geschnippel ging das ja jetzt alles relativ flott. Schönes Gericht aus einem Topf. Ihr braucht wirklich nur den Thermomix und das Zubehör. Probiert das einfach mal aus. Das kann man ja relativ
schnell nachkochen. Das meiste hat man ja dann auch zu Hause. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es euch geschmeckt hat, ob ihr es ausprobiert. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu lesen. Sagt bis zum nächsten Mal alles Liebe und guten Appetit. Ciao!